Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal und heute habe ich eine Art Favoritenvideo für euch, also Winter Must-Haves, coole Dinge im Winter oder einfach November-Favoriten. Und dann starten wir direkt mit dem Video. Als erstes habe ich einer meiner liebsten Favoriten ist im Winter einfach die Wärmflasche, weil ich ohne Wärmflasche einfach nicht im Winter auskomme, weil ich es hasse, wenn es kalt ist und ich einschlafen muss oder will oder... Keine Ahnung, auf jeden Fall, immer wenn ich auf dem Sofa liege oder im Bett liege, brauche ich eine Wärmflasche. Und die ist jetzt von Primark. Da hat es eigentlich auch noch so eine Hülle drumherum. Die habe ich aber gerade in der Waschmaschine und deshalb kann ich euch nur die Wärmflasche zeigen. Aber ich liebe Wärmflaschen über alles und habe auch schon ein paar andere davon. Ja, also die Wärmflasche ist auf jeden Fall ein Top-Must-Have von mir. Dann liebe ich einfach die Kombination von weinroten Strumpfhosen oder Leggings oder was auch immer. Und Kniesocken, also Socken, die übers Knie gehen. Und ich liebe einfach diesen Style mit einem Rock und einer weinroten Strumpfhose und Overknees, weil es einfach mega cool ist. Und hier seht ihr einfach so die Länge ungefähr. Ja, das ist ungefähr so die Länge von meinem Arm, wenn ihr das sehen könnt. Es geht auf jeden Fall übers Knie, so ungefähr übers Knie. Und ich mag das mega gern, vor allem mit so coolen Boots. Auf jeden Fall mag ich den Style richtig gern und deshalb wollte ich euch das mal zeigen. Im Winter Strumpfhosen sind jetzt nicht so das Wärmste, was es gibt, aber ich ziehe meistens 2 oder 3 an und deshalb geht es dann auch. Dann mein absolutes Favorite im Winter, was nicht fehlen darf, ist mein geliebter Onesie. Den habe ich euch in meinem Primark Haul gezeigt und den kann ich euch auch nochmal in der Infobox verlinken, damit ihr das mal so getragen seht. Da sind auch ein paar Aufnahmen eingeblendet und das ist auch das erste, was ich zeige, also müsst ihr euch das Video nicht ganz anschauen. Und zwar ist es so eine Eule oder was auch immer und ich finde, es sieht richtig cool aus und also schön sieht es nicht aus, aber es ist einfach richtig warm und bequem und kuschelig und es hält einfach total warm. Das Einzige, was mich richtig stört, ist der Schwanz, weil es einfach richtig nervt beim Liegen, weil man einfach nicht weiß, wohin damit. Und das ist einfach hier so dick und keine Ahnung, was das sein soll. Und hier ist es einfach so dünner angenäht. Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal entfernen soll, lassen soll oder so. Weil es nervt schon, aber ich finde es jetzt nicht krass schlimm. Auf jeden Fall hat es so eine fliederhelle rosa Farbe. Und ich liebe mein Onesie über alles und trage es so oft es geht. Dann habe ich natürlich auch ein paar Beauty-Favoriten oder coole Dinge für den Winter für euch. Und zwar liebe ich es zu baden. Hier habe ich jetzt mal 3 Produkte zur Vorstellung so für euch. Einmal das von Dresdner Essence Schaumbad mit Kokosmilch und Yang Yang. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall riecht es recht gut nach Kokosmilch und einfach so pflegend irgendwie. Hier habe ich noch eins von The Body Shop Spa Wisdom Polynesia. Da ist irgendwas mit Lotus und Frangipani drin. Und das riecht auch recht gut. Das riecht auch eher pflegend und so. Also hat jetzt keinen konkreten Geruch. Und ja, es riecht sehr frisch, aber auch pflegend. Und ja, wenn ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall mag ich das auch sehr gerne. Und was auch echt cool riecht, ist so ein Badegelee von The Body Shop. Das ist die Geruchsrichtung Apfel, Glazed Apple. Und ist so ein Gelee irgendwie. Das ist echt ein richtig cooles Gelee. Also ihr könnt es hier vielleicht sehen, wenn ich hier so ein bisschen... Also es ist schon recht flüssig, aber es ist trotzdem geleeartig. Und... Ja, also es ist wie so Gelee-artiges Vaseline irgendwie. Und es riecht doch sehr gut, also jetzt nicht richtig weihnachtlich apfelmäßig, aber schon ein Hauch von Weihnachten ist schon drin. Also es riecht jetzt nicht komplett nach frischen Äpfeln. Und das mag ich sehr gerne und habe ich schon ein paar Mal benutzt dieses Jahr und letztes Jahr auch schon. Und ich mag einfach das Baden im Winter und im Herbst natürlich auch, aber im Winter vor allem, wenn es einfach so kalt ist und man am Abend nach Hause kommt und durchgefroren ist, dann einfach in die Badewanne zu gehen. Passend zur Badewanne und zur Entspannung habe ich auch noch eine Kerze zur Demonstration mal. Und das ist von Primark, die Kerze. Die hat 4 Euro gekostet und die habe ich euch auch in meinem Primark-Haul gezeigt. Und das ist Red Berry and Jasmine. Es riecht recht frisch, weil es einfach so eine gemütliche Stimmung macht. Und ja, dann dürfen natürlich auch keine Haarprodukte fehlen im Winter, weil ich... Meine Haare sind einfach total trocken im Winter meistens, aber eigentlich zu jeder Jahreszeit wollte ich schon sagen. Und zwar benutze ich da ganz gerne das Fructis Miraculous Oil. Das ist richtig cool und das bringt mir auch sehr viel. Es riecht richtig gut, also so leicht vanillig, süßlich, aber trotzdem noch nicht zu süß. Und es riecht einfach richtig lecker.
So sieht das nochmal aus. Und es kostet vielleicht so 6, 7 Euro. Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall lohnt sich das Geld wirklich, weil das ist echt cool. Dann habe ich neulich eine Haarmaske von El Vital gekauft. Ich habe einfach eine gesucht, weil ich keine Spülung und keine Maske mehr hatte. Und das ist die Total Repair 5. Ich sagte 5 drauf. Ja, Reparaturmaske. Und wahrscheinlich sind da 5 verschiedene Formeln drin oder keine Ahnung. Und es soll eine intensive, hochwirksame Pflege enthalten. Hat zwar nur 3 Euro gekostet, aber ich wollte einfach eine günstigere, aber trotzdem nicht ganz so billige Maske. Die einfach die Haare gut pflegt und Feuchtigkeit ein bisschen versorgt, obwohl da Silikone drin ist, aber egal. Und die riecht nach El Vital irgendwie, einfach nach dieser Serie, wenn ihr das kennt, so ein bisschen halt nach Haarprodukten. Haarmasken finde ich extrem wichtig und cool im Winter, vor allem wenn man lange Haare hat. Kommen wir zu Nagellacken. Und zwar mag ich ganz gerne so dunkle Beerentöne. Das ist die Farbe 357 Burgundy Kiss. Die trage ich auch im Herbst ganz gern, aber im Winter ist dann nochmal echt cool. Dann trage ich gerade auf meine Nägeln diese Silberfarbe von Color Show von Maybelline. Die Farbe heißt 107 Watery Waste. Die mag ich ganz gern, vor allem bei Weihnachten. Oder jetzt wird es ja langsam auch Dezember und ja. Schreibt mir immer in die Kommentare, was ihr so im Winter für Nagellackfarben tragt. Zur letzten Kategorie und zwar dekorative Kosmetik. Und hier habe ich was richtig Cooles. Und zwar liebe ich im Winter diese Lidschattenpalette. Also habe ich am meisten benutzt jetzt im November. Also eigentlich jeden Tag. Und das ist die Nude Palette von Maybelline. Die kostet, glaube ich, 9 oder 10 Euro. Und die ist echt richtig cool. Der hat irgendwie 12 Farben drin, denke ich mal. Ja, 12. Also ich kann euch mal 2 Make-up-Tutorials verlinken, die ich mit der Palette gemacht habe. Die sind richtig cool geworden, die Looks. Und hier sind auch mal die Farben. Also da sind matte Farben dabei, aber auch glitzerige, schimmernde Farben. Und es sind einfach so Herbst-Wintertöne oder Frühlings-Sommertöne, zu welchem Anlass man es auch immer benutzt. Und ja, die mag ich ganz gern. Außerdem mag ich ganz gerne diese Color Tattoos von Maybelline. Hier habe ich mir neulich 2 Töne gekauft, und zwar Pink Gold 65 und die 35 On and On Bronze. Und die beiden Farben sind echt beliebt. Und ich mag einfach Creme-Lidschatten allgemein gerne, deshalb mal hier zur Demonstration. Und die Farben sind auch richtig cool. Also, ich kann es euch mal auf meinem Handrücken zeigen. Hier könnt ihr das sehen. Außerdem steht auf meiner Hand Kuchen drauf, weil ich einen Kuchen backen muss. Aber egal. Nur damit ihr euch nicht fragt. Und ja, das ist die Farbe. Und die zweite Farbe ist diese Rose Gold Farbe, die ich richtig cool finde. Und die ist richtig nice. Und diese Color Tattoos kosten so 5, 6, 7 Euro ungefähr. Und hier seht ihr diese Farbe. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Auf jeden Fall mag ich diese ganz gerne. Also ganz gerne. Ich liebe sie. Und im Winter vor allem habe ich meistens Bock auf Lidschatten und im Herbst auch. Im Sommer trage ich nicht so oft Lidschatten, im Frühling auch nicht, aber im Winter und im Herbst mag ich das sehr gerne, Lidschatten zu tragen. Ja, und deshalb diese 2. Als letztes habe ich Lippenprodukte für euch, und zwar meine Liebsten im Herbst und im Winter. Und zwar ist es einmal diese Color Butter von Lip, Color Butter von Mabel, von Astor im Matt 026 Royal Diva, und die habe ich euch schon bestimmt 1000 Mal in die Kamera gezeigt, ja, so oft nicht, aber bestimmt schon 40 Mal oder so. Und die ist richtig cool, das ist so ein richtig dunkles Lila, Burgund, Pflaumeton, und ich liebe solche Farben, vor allem im Winter und im Herbst, wie gesagt. Und dann habe ich noch ein Lip Pencil als mein Favorit anerkannt. Es ist von MAC einer, und der heißt Soar, ich kann es immer noch nicht aussprechen, und die Farbe ist richtig schön. Und Und zwar ist das die Farbe hier. Ich hoffe, ihr könnt es wieder erkennen. Und ja, die trage ich auch sehr gerne in Kombination, obwohl der Lip Liner jetzt heller ist als der Lippenstift. Aber ich trage den Lip Liner auch sehr oft alleine, weil ich die Farbe mega cool finde. Und meine Lieben, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Das DIY-Geschenke-Video wird am Mittwoch online kommen, weil ich keine 2 Geschenke-Videos auf einmal hochladen, also nacheinander hochladen wollte. Deshalb kommt das jetzt dazwischen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, und wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ja, ich würde mich sehr darüber freuen. Außerdem könnt ihr meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Mein Link ist noch in der Infobox oder auch hier unten, wo mein Name steht, kann man einfach auf Abonnieren klicken. Ist ganz einfach und kostenlos. Und dann freue ich mich auch schon, euch das nächste Mal zu sehen und eure Kommentare zu diesem Video zu lesen. Und ja, dann sehen wir uns auch schon am Mittwoch wieder. Tschüss!